Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play bzw. Let's Show. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Let's Play bzw. Let's Show Alien Isolation. Und zwar das vierte Level mit dem schönen Namen Seeks and Communications. Viertes Level oder Mission 4. Ich schaue jetzt gerade nochmal, spaßeshalber. Bei meinen Optionen, Spieloptionen, Schwierigkeit Anfänger, ja genau, also ich spiele auf Anfänger, weil das, wie gesagt, sowieso herzlich wenig Unterschied macht, also. Ja, los geht's und ich kann hier natürlich jetzt schon mal meine Karte aktualisieren. Jetzt gucken wir auf die Karte, aha, begeben sich umgehend. Zum Kommunikationszentrum. Das ist ja mal schön. Und da ist schon mal ein neues Gesicht hier, sozusagen. Hallo, mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Das Modell CV sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Also das ist der sogenannte Hiwi, meine Fresse. Gut, und ich kann jetzt hier die neue Verkabelung benutzen und ich schalte mal die Luftreinigung ab und den Kamerafeed ab und gebe den Saft auf den Türgriff, weil das mir wahrscheinlich mehr nutzt und ich könnte da oben jetzt noch die anderen Bereiche, was haben wir da noch? Lautsprecher, Beleuchtung, das nutzt mir jetzt nichts. Also Rezeption und Com-Zugriff könnte, kann ich hier oben umschalten. Und ich habe jetzt hier in der Rezeption den Türgriff eben eingeschaltet, weil das, man sieht es auch hier, der Türgriff, der ist hier. Und den habe ich jetzt eingeschaltet, weil mir das bestimmt irgendwas dann nutzen kann. Siehst du, das war vorhin noch zu, das ist hier dieser blöde Türgriff. Und da gehe ich mal rein. Und jetzt kann ich hier... Könnte ich mich verstecken. Und Zeug sammeln. Und ja... Und ich baue mir hier mal ein paar Sachen, damit ich wieder Zeug aufnehmen kann. Das ist auch wichtig. Also man sollte sich eigentlich immer alles voll basteln, weil man sonst das Inventar voll ist und man nichts mehr aufnehmen kann. Also bastel ich da mal, was das Zeug hergibt. Basteln wir mal noch ein Medikit. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ja... Was weiß ich, also brauche ich da noch bis alles so viel wie möglich basteln immer. Siehst du, jetzt kann ich das schon wieder nimmer basteln, weil da überall schon was Rotes ist. Aber ein Medikit kann ich noch basteln. Jetzt kann ich das Medikit auch nicht mehr basteln. Also jetzt kann ich nichts mehr basteln. Aber ich kann jetzt auch wieder Zeug aufnehmen. Schauen wir mal. Siehst du, jetzt kann ich hier das Ethanol noch nehmen, weil da war vorher mein Inventar schon voll. Also, wahnsinns komplizierte Technik hier. Nehmen wir auch alles. Und ich muss jetzt einfach mal heiter weiter. Ich soll ja umgehend, da komme ich noch nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Ich soll ja umgehend irgendwo weiter. Da hinten. Also ich gehe jetzt einfach hier den Gang entlang. Da ist überall zu. Gerd. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Ja, also der Typ ist jetzt hier im Moment noch freundlich. Das davon würde ich abraten. Ändert sich jetzt aber dann später schlagartig. Dann sind die nicht mehr freundlich.
Also ich kann ja jetzt eh nur hier, da ist alles zu, siehst du? Alles zu. Also ich kann jetzt sowieso nur, und da ist auch der Kreis, also ich kann jetzt nur hier reingehen. Weil ich hier was machen muss, und zwar hier ist der schicke Bewegungsmelder. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Okay, jetzt habe ich hier meinen wahnsinns schicken Bewegungsmelder, den wir ja noch super aus dem. Oh, jetzt kommt der. Gibt es ein Problem? Nein. Nein, kein Problem. Genau, also wieder ab mit dir, du. Jetzt hätte ich beinahe irgendein Schimpfwort gesagt. Wir sind hier aber. Also, das ist mein Bewegungsmelder, den kann ich mit RB und da, wenn ich so rumschaue, dann zeigt mir der was an, wenn sich da was bewegt. Und der piepst dann auch. Und das Piepsen lockt aber dann auch wieder Feinde an. Also ich könnte jetzt hier nochmal neu verkabeln vielleicht oder so. Mal gucken, was ich da verkabeln kann. Luftreinigung, bla bla, das, ja, ist wahrscheinlich jetzt dasselbe wieder. Ja, nee, aber kein Türgriff dabei. Also lass mal's. Und natürlich jetzt, ich muss jetzt hier auf diesen PC zugreifen, weil da kann ich die nächste Tür öffnen. Türüberbrückung. Gut, und was haben wir da noch? Also ich sollte eigentlich immer alles lesen. Hoppla, ich habe noch nicht alles. Audio abspielen, auch immer machen. Das ist so ein Archivlog. Diese Audios zählen immer zu den Archivlogs. Ach hier, Entschuldigung, im letzten Ordner ist der Türzugriff. Genau. Siehst du, jetzt geht die Tür auf. Also ich muss da auch manchmal was machen. Hier könnte ich mich verstecken. Und ich muss aber jetzt einfach mal die Treppe rauf. Und hier speichern. Sehe hier das nächste Gebiet und hier mal öffnen. Und was jetzt hier da und so piepst, das ist mein Bewegungsmelder. Der meldet sich hier immer, der Bewegungsmelder. Ich bin jetzt hier in so einem Nebengang. Und hier sehe ich den Bauplan Geräusch. Eben deswegen bin ich jetzt da reingegangen, weil es ist der Noise Maker, wenn ich das hier richtig lese, mit so einem schönen, wunderschönen Lautsprecher hier. Hahaha. Und ich gehe einfach mal weiter. Aha. Hebel benutzen. Ich kann jetzt hier das auch noch da. Da kommt was raus, das mache ich hier auch gleich. Dauert ein bisschen. Haben wir schon. Na? Und davon ist zu. Hier ist die Karte. Also muss ich wahrscheinlich hier rein. So, da ist wieder mein. Und da muss ich jetzt den Ding da stoppen, wenn er in dem markierten Bereich ist. Genau. Dann kann ich da rein.
Und ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als da reinzugehen. Und dunkel, dunkel. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Das ist jetzt. Ja, ein Video. Und also, das war der deutliche Hinweis, dass diese Roboter ab jetzt nicht mehr friedlich sind. Und deswegen schalte ich hier gleich mal wieder meinen Cheat ein, unsichtbar. Weil wenn die mich jetzt sehen, die greifen mich an und du hast wenig Chancen, wenn dich da einer angreift. Also die sind so stark, also da kannst du fünfmal mit dem Revolver drauf schießen. Und auch der Schraubenschlüssel nutzt du da herzlich wenig. Also es ist, du darfst nicht von denen gesehen werden. Deswegen schalte ich meinen Cheat unsichtbar ein. Achtung. Cheat activated. Gut, weil ich will dir ja jetzt nicht zeigen, wie ich ewig von so einem Heinzi da gefressen werde. Und Achtung, da ist die Kamera. Also die darf mich jetzt auch nicht sehen, weil die alarmiert sofort die Heinzis und die Aliens und sonst wen. Also ich darf nicht in die Kamera rein. Und ich muss aber da rein. Hier, zu dem weißen Kreis soll ich rein. Und da muss ich jetzt aufpassen. Also ich schaue erstmal hier, da ist ein PC. Das benutze ich mal. Gut, das war jetzt anscheinend nur für die Archivlogs. Und ich muss jetzt dahin, siehst du, da ist der weiße gestrichelte, sich drehende Kreis. Da muss ich anscheinend was machen. Und jetzt ist das Problem, dass da ein Heinzi, da ist ein Heinzi und da oben ist auch noch einer. Also ich muss jetzt da vorsichtig geduckt weiterschleichen. Der da drin, na gut, der ist jetzt weniger das Problem, aber hier ist jetzt noch einer, oder? Also ich muss jetzt hier schleichen und schauen, dass mich da keiner sieht. Ah, der da, siehst du? Der darf mich nicht sehen. Hier ist eine Ausweiskarte. Hoppla. Na komm, Ausweis. Also der schaut jetzt weg, also sieht er mich nicht. Also schleiche ich jetzt, der sieht mich auch nicht. Und ich muss aber hier das grüne, den Kamera-Feed ausschalten. Mach ich mal. Siehst du? Gut, jetzt ist die Kamera aus. Die vorhin, die böse weiße Kamera, das ist jetzt aus. Jetzt schleiche ich vorsichtig wieder zurück. Schauen, dass der. Ich spiele jetzt auf Anfänger, vielleicht ist der ein bisschen neugieriger auf schwer. Aber der sieht mich nicht. Und außerdem bin ich jetzt sowieso unsichtbar. Aber du siehst ja, ich hab's ja. Und den kann ich jetzt noch filzen nochmal. Ja. Und jetzt ist die Kamera aus. Da vorhin war die böse Kamera. Und jetzt muss ich dahin, siehst du? Zu dem grünen Punkt. Mach ich mal. Da war die Kamera, die ist jetzt aus und ich muss jetzt dahin. Und den Aufzug rufen. Was natürlich 30 Jahre dauert, damit hier die Heinzis mich noch erwischen können oder sonst wer. Hier steht es auch noch auf Chinesisch. Und ab durch die Mitte. Hier die schönen Bilder hier. Hallo. Kann sich auch jetzt hier noch um einige Stunden handeln. Zentraler Kommunikation.
Kommunikationshub. Zugang für Sixen-Personal. Zentrale Kommunikationshub. Ja, wo denn? Ach, da. Also, gleich mal die Karte aktualisieren, gleich mal speichern. Also die normalen Aufgaben, die man halt immer so täglich machen muss, so. Holla, jetzt habe ich ja ein riesen Gebiet hier vor mir. Also ich muss jetzt einfach nur mal davor gehen zu der Kommunikationsding. Ich kann aber auch hier rauf gehen da. Der Vollständigkeit halber gehe ich da mal rauf. Müsste ich jetzt nicht unbedingt, aber wir machen es mal. Weil ich da vorne. Siehst du jetzt, Alter. Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Genau, finden Sie einen. Und jetzt sehe ich, dass da vorne ist die tolle Aussichtsplattform und da laufen Heinzis rum. Die dürfen mich nicht sehen. Weil die sehr unwirsch sind. Ich kann aber jetzt noch auch hier noch reingehen. Und gucken. Inventar voll, ohne Scheiße. Entschuldigung. Ja. Kann ich den PC hacken? Hoppla, das war der falsche. Wenn ich den falschen Code habe, muss ich es nochmal machen. Gut, machen wir es nochmal. Das muss man halt so oft machen, bis es funktioniert. Und man sieht da die Zeit laufen. Da der grüne Balken ist die Zeit. Und innerhalb der Zeit muss ich es schaffen. Ist also... Das ist jetzt noch... Das wird später schwieriger. Und wahrscheinlich auf besseren Schwierigkeitsstufe wird es auch noch schwieriger. Also ich habe ja alles gemacht, denke ich mal. Also watschle ich wieder zurück, weil ich da vorne hin muss. Genau, zu dieser tollen Dings da. Und jetzt müsste ich mich schon wieder ducken eigentlich und verstecken und schauen, ob mich da... Ich könnte jetzt auch hier schauen, wo einer rumläuft. Das geht aber nicht sehr weit, das Ding. Siehst du eben, also. Ich höre dich aber schon. In so einem kleinen Ding kann ich mich auch verstecken. Aber erklär mir jetzt bitte mal, wie so ein ganzer Mensch da reinpassen soll. Erklär mir das mal. Da musst du ja so ein Schlangenmensch sein. Schau dir das mal an hier. Also, ich verstehe das, entweder einer reinpasst. Da läuft der Heinzi rum. Ich muss da rechts hinter. Siehst du? Da ist der große Kreis. Da muss ich hin. Also ich muss da jetzt durch diese Gänge durch. Nur, dass da überall Heinzis rumlaufen. Deswegen kann ich auch hier so einen Bodenschacht benutzen. Und jetzt muss ich mich halt... Jetzt sehe ich hier diesen gestrichelt, das ist dieser Bodenschacht. Und ich muss ja da auch wieder raus, da so in die Richtung da. Und hier öffnen die Türen automatisch da. Und jetzt gucke ich, schau her, der schaut jetzt weg, also sieht er mich nicht. Also kann ich schnell hier hintenrum vorbeischleichen, weil ich muss da jetzt da rein in die Richtung und gucken. Aha, da ist jetzt keiner. Also ich verstecke mich hier nochmal. Och, der... Naja, siehst du, der... Hoppla, naja. Hätte mich jetzt da fast gesehen. Und... Jetzt bin ich da im nächsten großen Bereich. Wo ich da erstmal runterschleiche. Und... Sind wir immerhin schon mal hier. Ich muss aber noch weiter. Nur, dass, wie gesagt, hier überall Heinzis rumlaufen. Aber da ich jetzt sowieso unsichtbar bin, also das... da läuft einer rum. Siehst du, da müsste mir halt jetzt... Der schaut aber weg. Also der sieht mich nicht. Also ich muss halt jetzt so rumschleichen, dass die immer, erst wenn die wegschauen,
muss ich weiter schleichen. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Gut, jetzt, ich muss aber noch weiter. Bitte um Antwort. Also, da habe ich jetzt aber natürlich noch keine Karte. Da geht's nicht durch. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Deswegen gehe ich da weiter. Müsste ich es auf der Karte schon sehen, ja. Und hier ist jetzt was Interessantes. Da liegt einer am Boden. Der ist anscheinend tot. Wenn du da jetzt aber hingehst zu dem, da ist eine Neuverkabelung. Mal schauen, ob wir da was machen können. Genau. Alarmsystem schaut immer aus. Kamerafeed aus. Mal schauen, ob wir jetzt den Türzugriff einschalten kann. Ja, genau. Und ob ich da... Da kann ich auch noch einen Türzugriff einschalten. Das mache ich auch mal. Also, ich habe jetzt hier alle Türzugriffe aktiviert. Das kann nie schaden. Und hier der Heinzi, der da am Boden liegt, wenn ich mich da jetzt hinstelle, hinpflanze und dann eine Zeit lang warte, dann erwacht er und greift nach mir. Da ich jetzt aber unsichtbar bin, sieht mir ihren Schuh noch, anscheinend nicht, aber der würde jetzt aufstehen und da müsste ich ihm mit dem Schraubenschlüssel eins überhauen. Da kommt wieder einer. So. Jetzt bin ich hier schon mal halbwegs weiter. Und ich muss jetzt, bin schon fast da. Also ich muss jetzt da zu dem grünen Punkt. Ich habe jetzt aber hier da die Türzugriffe alle aufgemacht. Also da siehst du, da habe ich aufgemacht. Da. Und weil hier immerhin Zeug drin liegt und eine Ausweiskarte, die wollen wir ja alle. Oh, da sind Heinzis drin. Sonst ist da glaube ich nichts. Aber immerhin habe ich eine Ausweiskarte da. Und da müsste ich rein. Ich kann aber jetzt hier auch da noch in den Schacht klettern da. Und da ist dunkel. Also müsste ich doch mal die Taschenlampe. Siehst du, ich kriege jetzt hier da durch den Nebengang. Weil hier ein schicker PC ist, den ich mit meinen Archivlogs verwursteln kann. Da kann ich immerhin Audio abspielen. Hier spricht Wayland Yutani Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang ihrer Übertragung. Ich bin mal die Taschenlampe wieder aus, oder? Stromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Wayland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen. Und jetzt sehe ich hier den nächsten Lüftungsschacht. Da muss ich jetzt klettern. Und bin jetzt hier wieder in einem neuen Nebenraum. Weil... Weil ich da dann hier ein Speichertelefon sehe. Also eigentlich hätte ich darüber müssen, aber durch hier meinen Umweg durch die Lüftungsschächte hier, da rechts außen rum, habe ich hier immerhin ein Speichertelefon gefunden, eine Neuverkabelung und was wichtig ist, hier so ein Bauplan wieder mal für die EMP-Mine. EMP heißt elektromagnetischer Puls und ist ein ganz tolles, schickes Ding, weil das elektrische Anlagen und alles elektrische lahmlegt und die Heinzis sind ja elektrisch. Also wenn ich so eine EMP-Mine bastle und speichern tue ich natürlich mal, gell? Gut, ich zeige dir jetzt mal das mit der EMP-Mine.
Ich bastle mir da jetzt erstmal eine. Wo ist sie? Da. Gut, da brauchen wir ziemlich viel Zeug. Also das ist für diese EMP-Mine. Aber ich bastle mir jetzt mal eine, damit du das siehst. Und ich nehme eine. Ich kann die werfen. Jetzt kann ich die werfen und zielen. Da ist das Zielkreis so ein kleiner. Und auch abstellen. Da, dann, wenn ich die jetzt hinstelle irgendwo und da latscht ein Heinzi vorbei, dann explodiert die. Und die werden dann kurzzeitig lahmgelegt, weil die ja elektrisch sind, die Heinzis. Und dann muss ich eben schnell eins mit dem Schraubenschlüssel draufhauen, dann ist der hin. Muss ich aber schnell machen. Und aber weil ich jetzt hier, ich muss ja das Grüne, jetzt bin ich schon direkt auf dem grünen Ding. Also ich muss die Samuels Communication reactivieren. Steht da rechts unten. Das mache ich doch glatt, aber wo? Wo mache ich das? Ah ja, genau. Hier sind diese Bilder. Ich benutze mal den ersten und da muss ich jetzt, wenn da was erscheint, muss ich das entsprechende am Steuerkreuz drücken. Du kannst es in Zeitlupe nochmal anschauen. Und hier muss ich das Weiße immer erwischen. Wenn da eine weiße Zahl ist, muss ich die erwischen und A drücken. Hoppla. So, siehst du? Genau. Das ist auf Anfänger wahrscheinlich ein bisschen leichter noch. Also, und da muss ich jetzt wieder das Steuer. Links, das ist das Steuerkreuz. Das hat auch vier Richtungen. Und wenn da eine Zahl erscheint, muss ich die eine Taste da drücken. So, jetzt habe ich das richtig. Gut, jetzt geht ein Video los.